So. Naja, oder auch nicht. Aber Stefan, freu dich nicht zu früh. Die sind jetzt dann da oben im Lagerraum. Die warten da jetzt auf dich. So. Okay. So, dann braten wir nochmal unsere letzte Steinspitzhacke auf. Statt die wegzuwerfen. Das machen ja sau viele, ne? Dass sie dann ihre Steinspitzhacken da wegwerfen. Wenn die dann Eisen haben. Finde ich immer ein bisschen doof. Holz kann ich ja noch verstehen, das würde ich auch machen. Aber Stein, weiß nicht. Also Stein ist ja doch schon. Man hat ja dann zwei Sticks, braucht man dafür und Stein. Und das ist ja dann. Ist ja schon. Das ist ja schon mal was, ne? Also, ist ja nicht so, dass das nix ist, ne? So, jetzt geht's auch flott. So. Ja, warum ich den Boden hier rausreiße, hat einen ganz einfachen Grund. Und wenn wir Glück haben, reicht das sogar noch. So. Und zwar werdet ihr das nämlich gleich sehen. Zack. Erstmal muss ich hier unten eine Reihe. Nein, nicht mit Äpfeln. Eine Reihe Äpfel pflanzen. Das wäre auch cool. Das wäre viel cooler, wenn nicht jeder Baum Äpfel gibt, sondern es spezielle Äpfelbäume. Nee, Apfelbäume. Äpfelbäume? Warte mal, jetzt habe ich. Heißt das Apfel oder Äpfelbäume? Apfelbaum, ne? Apfelbäume, Apfelbaum, ja. Wenn es da so. Och, naja, lassen wir es so. Wenn es da so spezielle Apfelbäume gibt und auch Birnenbäume und so. Und nicht jeder Baum einfach so ein Zeug rausspuckt und man dann die Äpfel einpflanzen könnte. Das wäre auch cool. So. Ja, wir bauen einen Half-Step-Boden. Ich sagte einen Half-Step-Boden. Hat einen ganz einfachen Grund, und wenn wir Glück haben, reicht auch noch das Zeug, aber das sieht eher nach einem Nein aus, aber ich weiß gerade gar nicht. Nein, wir haben keine Half-Steps mehr. Da müssen wir uns gleich nochmal welche machen. So. Ach, da haben wir ja genug Material, um uns nochmal welche zu machen. So, und das reicht jetzt auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich schon viel zu viele. Und zwar können wir nämlich jetzt, wenn der Boden hier sitzt. So, 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 so. Ach, mein Gott! Also jetzt reicht's aber. So. Können wir nämlich dann trotzdem. Also wir haben praktisch den Platz super ausgenutzt dann. Denn wir können jetzt hier noch eine Truhe hinsetzen. Arg. So. Da kann noch eine Truhe hin. Und wir können trotzdem noch die rein. Und das ist jetzt die Sache, wo ich vorhin gemeint habe, das sieht irgendwie doof aus. So, da kann noch ein. Hä? Hallo? So. Wir können jetzt hier so einen Gang nochmal machen. So. Und dann müssen wir nur gucken, wie wir das hier hinten gestalten. Denn entweder wir gehen hier ein in die Tiefe, das geht aber leider nicht, weil unter uns nichts mehr ist. Oder wir müssen dann hier hochbauen und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Da müssen wir uns nochmal mal was überlegen. Wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr das gerne wie immer in die Kommentare schreiben. So, und jetzt tue ich was ganz, ganz, ganz Böses. Jetzt tue ich wirklich was ganz Böses. So, die Türen kommen weg. Und der Witz an der Sache ist, hier kommt Truhen rein. Und hier kommt unsere neue Tür rein. So, das kommt alles weg hier, das kommt weggepflastert. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So.
Das mache ich mal wieder weg, damit ich hier noch vorher raus kann. Falls ich mal raus muss. So, ich habe, glaube ich, die Workbench abgerissen, schlauerweise, genau. Die setze ich mal einfach hier irgendwo rein. Und dann mache ich mir mal ein paar Treppen. Ja, denn... Ja, Stefan, ja. Denn der Eingang wird nicht mehr hier oben sein, sondern unten. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr klettern, sondern können direkt nach unten latschen. So. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich das gemacht hatte, ne? Ah, scheiße. Das hatte nämlich super gepasst. Ich glaube, ich muss noch einen weiter. Oh, Kohle. Ja, ich muss noch einen weiter nach vorne. Die Kohle nehmen wir uns natürlich mit. Da kann ich ja nicht Nein sagen, wenn uns die Kohle hier so anlächelt. War es das? Ja. So. Ich lasse da erstmal so ein Löschlein. Dann gehe ich hier nochmal einen runter und da und da und da und da auch. So. Und dann gehen wir nach links. Hier natürlich auch schön auskleiden. Und das wird jetzt eine ja, relativ einfache Treppe. Wir gehen nämlich immer einen nach unten. Dann kommt so ein Vierer-Abstand-Teil-Dingsbums. So. Zack und zack. Und wenn dann alles passt, sollten wir unten auskommen. Wenn ich jetzt hier nichts falsch gemacht habe. Hoffe ich mal nicht. So. Genau, das sollte so sein. Zack, zack, zack. Ich hoffe, wir treffen jetzt nicht auf eine Höhle, weil wir haben ja vorhin die Höhlengeräusche gehört. So. Ich habe schon wieder Hunger, also die Äpfel halten aber nicht lange vor. So, ich muss hier hinterher das noch ein bisschen schöner machen von dem, wo ich ja jetzt schon mal mit anfangen kann, ne? Und zwar kommt das erstmal hier alles weg. Das müssen wir hinterher dann schöner machen. So, und zwar 1, 2, hier kommt die Wand rein. So, hier kommt sowieso Wand hin. Wie hoch hier die Wand wird, weiß ich noch gar nicht. Dann müssen wir mal hinterher gucken. So, hier auch wieder. 1, 2. Also immer über den Treppen gehe ich einfach direkt, also über den Treppen mache ich so einen Zweierabstand und dann durch. Und das kann man sich dann ganz gut merken, denn hier kommt eine Treppe hin und dann geht es hier einfach 2 nach vorne. Dann brauche ich gar nicht so viel raushauen, sondern nur das, was nötig ist. So. Und es wird schon wieder Nacht. Unfassbar. Zack. So, ja, doch, das passt ganz gut, glaube ich. Das ist jetzt ein Stückchen, also wir müssen jetzt ein ganzes Stück hier runtergraben. Macht aber gar nichts. Machen wir ja total gerne. So. Und so sammeln wir auch wieder genug Cobblestone. So, und wie man hier sieht, das passt perfekt. Perfekt passt das. So wie es sein sollte. So. Und der Witz an der Sache ist, wir könnten die ganze Sache nochmal gespiegelt auf der anderen Seite machen, sodass wir praktisch uns aussuchen können, ob wir jetzt von links hochgehen oder von rechts. Hat absolut gar keinen Sinn, aber ist vielleicht eine ganz nette Sache. Vielleicht baut man hier auf der anderen Seite noch irgendwas. Das weiß ich noch nicht. So.
Müssen wir natürlich hinterher wieder alles mit Kablestone auskleiden hier. Also die Wände. Damit das auch einheitlich ist. So. Ich weiß leider nicht mehr, wie weit ich hier runter muss, bis ich unten bin. Das müssten wir dann mal ab und zu testen. So. Mhm, okay. Din, 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 din. So. Jetzt. Oh, Kohle. Kohle ist immer gut. Eisen wäre mir zwar lieber, aber Kohle ist auch perfekt. So. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich da vorhin draufgestoßen bin. Vielleicht habe ich die auch einfach nur gekonnt ignoriert und gleich ist meine Spitzhacke kaputt. So, hier müssen wir... Oh, nee. Hier müssen wir jetzt mit Cobblestone auskleiden, damit da nichts spornen tut. Da ist sie kaputt, aber wir haben ja zum Glück noch eine weitere in weiser Voraussicht. Oh. Hupsala. So. Ich versuch mal, ich schlag mich mal durch die Wand durch, denn wenn wir Glück haben, ist das hier schon die richtige Höhe, die wir jetzt haben. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nein, sieht's nicht. Nein, sieht's nicht. Wir müssen noch eine Etage nach weiter runter. So, da muss dann wieder Stein hin. Also nochmal ein Kreis runter müssen wir. Dann haben wir es nämlich endlich. So, ist natürlich eine sauspannende Arbeit. Aber was will man tun? Irgendjemand muss es ja machen.